Oh. Ja, das ist nicht sehr gut. Gehen wir mal zum Heck. Ach, das Go. Goal! Goal! Halt aus! Ich komme! Ja, komm, das schaffst du! Das schaffst du! Au! Oh. Oh. Das war irgendwie unlogisch. Naja, egal. Was ist denn hier? Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil, das Kabel loszubekommen. Ist so gut wie erledigt. Aha. Ja, komm. Hä? Oh. Ups. Ja. Hier gehen ganz halt die Schrauben wieder raus, wenn ich eins reindrehe. Wie soll das jetzt gehen? Hoppla! Kommst du voran? Ja. Es gibt Fortschritte, gewissermaßen. Ja. Was hast du getan? Das war ich nicht. Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen. Werden wir nicht. Ich rutsche. Kein Problem. Ich halte dich. Wo der die festhält. Nanu, wen haben wir denn da? Na, Rufus natürlich. Weißt du denn gar nichts? Und wer bist du? Ach, nur ein Fan. Beachtet mich gar nicht. Ein was? Ein Fan? Genau. Aber mach doch einfach weiter. Vorher nur eine klitzekleine Frage. Wie genau wirst du ihn ausschalten? Wie ich? Was? Na, welche spektakuläre Rufus-Manöver wirst du einsetzen? Ach so. Ja. Mit meinem Karate-Spezialtrick überrumpeln. Ich werde den Schnürsenkel zusammenknoten. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Ach, Verdunkelungstaktik, so. Ein Profi verrät niemals seine Tricke. Also seine Tricks. Kein Plan. Schlag was vor. Ein Profi. Ein Profi verrät niemals seine Tricks. Ach bitte, woher soll ich sonst wissen, welche Blende ich will? Hallo? Geht's noch? Siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Genau. Aber das Foto. Jetzt sag ihm schon, was du vorhast, damit wir endlich weitermachen können. Geil. Also dann, Karate-Spezialtrick. Ich werde ihn mit einem Karate-Spezialtritt überrumpeln. Oh, eine Highspeed-Aufnahme. Dann muss ich die Belichtungszeit verkürzen. Karate? Highspeed-Aufnahme? Wovon redet ihr? Das wirst du gleich sehen. Warte! Ich habe den falschen Film eingelegt. Kannst du ihn vielleicht mit einem anderen Trick überwältigen? Klar. Ja, hallo, die Goal hängt da immer noch hinten. Versteht ihr es nicht? Was macht ihr hier? Hier, Schnürsenkel zusammenknoten. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Aha, ein Detailshot. Lass mich nur schnell mein Teleobjektiv montieren. Bei euch ist wohl ein Ritzel rostig. Ich habe ja nicht einmal Schnürsenkel. Abbruch, Abbruch! Das Teleobjektiv ist da, aber der Adapter fehlt. Können wir die Schnürsenkel-Idee nach hinten stellen? Na gut.
Jetzt mal ehrlich, ey, die Goal hängt da hinten, dreht sich die ganze Zeit im Kreis und die rätseln hier, was der für einen Trick benutzt. Dann machen wir unsere Verdunkelungstaktik. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Aha, eine Restlichtaufnahme. Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen. Verdunkelung? Du blöffst doch. Vielleicht ja, vielleicht sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. So, fertig. Du kannst loslegen, Rufus. Mann, das wird so episch. Okay. 1, 2. Ah! Ich bin blind! Ich bin blind! Und? Hep! Wow, du hast es wirklich geschafft! Tja, so bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Warte auf das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Wen? Ach so, die. Klar. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Von Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre! Du bist also mein Fan. Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. Wir sollen die Zeit für ein Interview nutzen? Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach die, alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow, du bist wirklich der Größte. Oh mein Gott, hier, das kann ja mal gar nicht gehen. Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Ja, aber natürlich. Du hast dich durch eine Hundertschaft von Organon-Soldaten gefochten, um die Wahrheit aus Kletos herauszuprügeln. So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Kletos angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei gewesen. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie alles zu machen, aber das müssen wir. Ist ja ein Let's Play und da wollen wir alles hören, ne? Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Aber natürlich! Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt kam dir die Idee, Mitstreiter im Kampf gegen den finsteren Fiskus zu suchen. Dort hast du Janosch, Galef und Liebold rekrutiert, die zufällig in einem Gurkenfass vorbeitrieben. Oh, der weiß ja sogar die erfundenen Sachen. Ja, okay. Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des Rostroten Meeres vereitelt habe. Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des Rostroten Meeres vereitelt habe? Na klar! Du hast den Rebellenangriff auf einen Organon-Sprengturm angeführt. Dort hast du im Alleingang die Sprengklammern blockiert und obendrein noch Gaul aus den Klauen ihres hintertriebenen, möchtegern verlobten Kletos gerettet. Genau so war's. Hast du mitbekommen, wie ich Gaul aus den Klauen des Organon gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen! Legendär? Epochal! Wie wär's mit einer kleinen Fotosession? Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Oh, großartig! Tja, was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich könnte dich fotografieren, wie du Gaul rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil! Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt.
Ja, ich glaube, der ist oder so schon irgendwie ein bisschen kalt. Ich rette dich! Ach! Was sagst du? Ach! Mach doch, edler Retter! Man versteht kein Wort. Ah, hoch. Okay. Was ist das hier? Ein Knopf. Dann drücken wir mal drauf. Ne, ist ein Knopf. Oh. Dann schieben wir mal den Hebel. Der Hebel ist ja auch zu irgendwas genial da. Genial. Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzes gefunden. Genau. Die manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Dann bremsen. Und jetzt die extreme Action? Die was? Na, die Action! Ein super extremes Rufus-Manöver! Ja, genau. Voll extrem. Oh, ich bin ja so gespannt. Kommt jetzt die extreme Action? Die was? Na, die ein super. Oh, ich bin. Dann beschleunigen. Du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans, richtig? Genau. Ja, dann würde ich nochmal auf den Hebel gehen. Hui, da sprühen aber die Funken. dann die Kanone. Warte, nehmen. Goal! Ich schieße dich frei! Nein! Oh. Alles nur das nicht! Ja! Ich bin ein Kanonier-Ass! Ah. Mist! Die Kanone hat einen Linksdrall! Ja. Na toll! Mittel die Munition alle! Ja, das ist schlecht. Dann müssen wir, glaube ich, noch mal kurz Goal reden mit der Rede. Ich rette dich! Ach! Was sagst du? Ach! Mach doch, edler Retter! Man versteht kein Wort. Auf jeden Fall. Eben konntest du reden, aber jetzt auf einmal. Dann gehen wir einfach nochmal den Hebel. Noch schneller! Wahnsinn! Mein Mantel brennt zwar, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hieran teilhaben darf. Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Ha, reine Propaganda! Darauf verwette ich meine Stiefel. Deine Stiefel. Feueraxt. Schlau. Dann machen wir mal hier das Feuer weg. Hier, auf Go. Ja, sie ist heiß. Ja, aber... Auf die Kanone. Und dann schießen wir mit der Kanone. Und jetzt, Schlauch. Was? Für ein Teufelskerl! Ja. Das Schlauch! Das Schlauch! Ja, das ist schön, aber... Was können wir jetzt so Schönes machen? Nur das den Schlauch. Das Schlauch! Ja, das ist schön. Dann nehmen wir mal die Axt. Halten! Ah. Was für ein Held! Hat jemand das Fenster offen gelassen?
Da kommen sie ja an, langsam. Hat Gaul wenigstens jetzt etwas an oder immer noch? Yeah! So halb nackt. Und boah, wie ich diesen Orger nur mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum 1000. Mal, Rufus, wir... Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand. Rufus, ich höre dich nicht. Zum Strand. Was? Ey! Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Oh, ho, ho. Besonders die Ohren.